VDE Bayernabend haben wir uns auch dieses Jahr wieder hier in München im Hotel Bayerischer Hof getroffen. Mit über 200 Gästen aus Wissenschaft und Forschung, Industrie, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft haben den Abend genutzt, um zu netzwerken, miteinander ins Gespräch zu kommen und junge Talente aus dem Bereich Wissenschaft, Wirtschaft und Schule zu ehren. Wir haben große Herausforderungen in Europa. Und bei allen Schwierigkeiten, es gibt immer eine Lösung, aber nur, wenn es wirklich innovative, kluge Köpfe gibt. Und die habe ich heute gesehen, die sind heute ausgezeichnet worden. Nochmal Dankeschön an den VDE. Es war ein wunderbarer, innovativer Abend. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass ich heute hier sein darf und auch das Arbeiten in dem Bereich oder allgemein im Chipdesign gesehen werden. Und es ist auf jeden Fall eine Motivation, auch weiterzumachen. Rollenvorbilder sind für jeden jungen Menschen, der sich entscheidet, ein Studium aufzunehmen in Elektrotechnik, von entscheidender Bedeutung. Heute haben wir viele Rollenbilder gesehen. Die VDE Bahn Awards 2023 haben wir in der Kategorie Wissenschaft ausgezeichnet, werden Bachelorarbeiten, Masterarbeiten und hervorragende Promotionsarbeiten. Bei dem Projekt geht es darum, dass man durch das Internet nicht nur sehen und hören kann, wie wir bisher zum Beispiel bei Zoom-Calls können, sondern dass man auch anfassen kann, dass man wirklich Objekte, die weit weg sind oder auch in virtueller Realität, wirklich erfühlen kann, anfassen kann und noch mehr in diese Welt wirklich eintauchen kann. Ich fühle mich natürlich sehr geehrt, hier beim VDE Bayernabend ausgezeichnet worden zu sein, vor allem unter so vielen anderen tollen Preisträgern. Und das gibt mir auch die Bestätigung dafür, dass meine Forschung einen Unterschied machen kann. Die nächste Kategorie ist die Kategorie Wirtschaft. Dort prämieren wir ein innovatives Startup, welches sich im Bereich innovativer KI-Lösungen für autonomes Fahren von Nutzfahrzeugen verdient gemacht hat. So ein Event ist für uns immer besonders wichtig, weil der Nachwuchs gefördert wird und der auch gewürdigt wird und damit natürlich auch Ansporn ist für andere in der gleichen Branche Spitzenleistungen zu bringen, die wir brauchen, um unsere Branche vernünftig weiter nach vorne entwickeln zu können. Zudem bekommt Dr. Helmut Stocker für sein Lebenswerk den VDE Bahn Award unter der Kategorie Elektrohandwerk. Außerdem zeichnen wir drei Schulen aus Bayern mit dem VDE Bahn Award aus, die sich in den letzten Jahren und über lange Zeit sehr verdient gemacht haben im MINT-Bereich. Mit dem Dreiklang MINT-Denken, MINT-Handeln, MINT-Ernten begeistern wir Kinder und Jugendliche von der 5. Klasse bis zur Oberstufe für Naturwissenschaft und Technik und freuen uns sehr über den Preis, dass diese Arbeit hier in dem Rahmen vom VDE gewertschätzt wird. Wir hatten auch dieses Jahr einen super Netzwerkabend mit tollen Gesprächen und freuen uns auch im nächsten Jahr wieder Bayern und die bayerische Wissenschaft, Forschung, Politik und Gesellschaft zum VDE Bahnabend einladen zu dürfen.